Hallo, ihr anderen Raketen, ich bin's wieder, euer Markus, seid ihr grüßt. Und heute geht es um den Trust Rank. Und letztlich will ich dir erklären, was hinter diesem Begriff steckt und warum es wichtig für deinen Blog ist. Viel Spaß bei meinem Video. Hallo und herzlich willkommen. Ja. Wenn du mein letztes Video und auch meinen letzten Beitrag gelesen hast, dann wird dir der Begriff schon mal ja, untergekommen sein. Das heißt, dass, im letzten Video, was ich auch am Ende dieses Videos verlinkt habe, dort haben wir die Ranking-Faktoren rund um deine Domain letztlich behandelt. Und da ist der Begriff Trust Rank das erste Mal gefallen. Heute möchte ich dir in diesem Beitrag und auch in diesem Video genau erklären, was dahinter steckt und warum es extrem wichtig ist, dass du die Maßnahmen, die du letztlich ja dort ergreifen musst, natürlich auch umsetzt. Also erstmal, was genau ist das? Hier geht es letztlich darum, dass es ein Prozess oder besser gesagt ein Algorithmus, den Google nutzt, um deine, ja, die Vertrauenswürdigkeit deiner Seite zu bewerten. Kurz, um mal so ein bisschen in den Urschleim abzutauchen, entwickelt wurde dieser Prozess von drei Mitarbeitern von Yahoo. Die haben es letztlich ja, zum Patent angemeldet. Google ja, nutzt eine ähnliche Variante oder genau diese Variante, um wie gesagt die Vertrauenswürdigkeit deiner Seite zu bewerten. Warum ist das extrem wichtig? Um eines schon mal vorwegzunehmen, der Trust Rank ist ein eigenständiger Ranking-Faktor und kein unwichtiger. Wenn es um die Vertrauenswürdigkeit deiner Seite geht, dann müsste bei dir oder müssten letztlich bei dir die Alarmglocken angehen. Denn wenn Google deine Seite nicht vertrauen kann oder nicht für vertrauenswürdig erhält oder bewertet, was denkst du passiert mit deiner Seite? Genau, sie wird nämlich entweder wird sie nach unten durchgereicht oder viel Schlimmeres, sie wird aus den Suchergebnissen rausgenommen. Und genau das ist das, was der Algorithmus letztlich machen soll. Der Algorithmus, der dort entwickelt wurde, soll nichts anderes machen, als deine Seite letztlich zu bewerten. Und wenn der Algorithmus sagt, hey, die Seite ist nicht vertrauenswürdig, dann wird Google natürlich dich von den Ranking-Ergebnissen her nach unten durchreichen. Ich möchte dir kurz erklären, wie das Ganze funktioniert. Der Prozess oder der Algorithmus letztlich oder der ganze Prozess dahinter funktioniert halbautomatisch. Warum halbautomatisch? Weil die Ursprungsquelle oder ja, der Anhaltspunkt, um quasi zu sagen, hey, ist deine Seite vertrauenswürdig oder nicht, diese wird händisch erstellt. Das heißt, hier wird eine Liste erstellt aus Webseiten, denen Google extrem großes Vertrauen schenkt, wie zum Beispiel Wikipedia. Und diese Webseiten landen letztlich auf dieser Liste. Jetzt kommt der automatische Part, das ist letztlich, wie eben schon angesprochen, das ist der Algorithmus dahinter. Und der Prozess funktioniert wie folgt. Google schaut sich deine Seite an. Und jetzt, wie gesagt, Achtung! Google, es geht nicht nur um den Inhalt deiner Seite, sondern hier geht es letztlich vorrangig darum, welche Seiten hast du auf deiner Seite oder in deinen Beiträgen verlinkt. Hast du beispielsweise Seiten in deinen Beiträgen verlinkt, die auf ihren Seiten wiederum ja, Penalties haben, also Abstrafungen haben oder Spam oder ganz einfach fragwürdigen Content veröffentlichen, dann ist es letztlich so, dass dieses auf deine Seite vererbt wird. Und somit verliert deine Seite an Vertrauenswürdigkeit und wird letztlich in den Suchergebnissen nach unten durchgereicht. Oder eben, wenn es ganz, ganz schlimm kommt und du es natürlich in diesem Fall übertreibst, dann ist es letztlich so, dass du aus den Suchergebnissen rausgenommen wirst. Weil, und hier musst du immer die Nutzererfahrung im Hinterkopf behalten, damit Google oder dass Google letztlich dafür Sorge tragen oder Sorge leisten möchte, dass der Suchende immer das bestmögliche Ergebnis bekommt. Und wenn Google jetzt hier Spam-Seiten quasi in den Suchergebnissen anzeigen würde, dann ist es natürlich nicht das Bestmögliche. Zudem kommt, mit diesem Algorithmus verhindert Google auch, dass, wir sagen jetzt einfach mal Spam-Seiten, die sich Backlinks gekauft haben, dadurch natürlich einen besseren PageRank haben, weil sie natürlich extrem viele Backlinks haben, quasi die Suchergebnisse manipulieren und dann dennoch in den Suchergebnissen auftauchen. Das ist der Grund hinter diesem Ranking-Faktor oder letztlich, warum es so extrem wichtig ist, dass du darauf achtest. Also wichtig für dich ist, dass du verstehst,
Google nutzt diesen Algorithmus, um festzustellen, ist deine Seite vertrauenswürdig oder eben nicht. Wenn sie nicht vertrauenswürdig ist, wird sie entweder nach unten durchgereicht oder im schlimmsten Fall aus den Suchergebnissen rausgenommen. Sollte es letztlich nachher so sein, dass deine Seite für vertrauenswürdig erklärt wird, dann wirst du das natürlich in den Suchergebnissen feststellen. Wie kannst du nun aber jetzt dafür sorgen, dass deine Seite vertrauenswürdig ist? Ganz einfach, produziere sauberen Content. Wenn du Seiten in deinen Blogbeiträgen verlinkst, dann nutze zum Beispiel Wikipedia, dann nutze zum Beispiel vertrauenswürdige Seiten, die schon etwas älter sind, wo du weißt, dass Google ihnen Vertrauen schenkt. Dann kannst du nämlich, diese kannst du auf deinem Blog natürlich verlinken. Und hier ist es genauso, oder verhält sich das genauso wie bei den Spam-Seiten. Auch die vertrauenswürdigen Seiten vererben quasi ihren Status auf deine Seite, indem du sie letztlich auf deinem Beitrag oder in deinem Beitrag verlinkst. Und das wiederum sorgt letztlich dafür, dass auch dein Trust-Rank letztlich steigt. Google also deiner Seite mehr Vertrauen schenkt. Also ganz, ganz wichtig, achte immer darauf, was für Seiten du auf deinen Blog verlinkst. Wenn du jetzt natürlich Seiten in deinen Beiträgen verlinkst, solltest du vielleicht auch die ein oder andere Minute investieren und einfach mal diesen einen Beitrag, den du in deinem Beitrag verlinken willst, die Links einfach mal durchchecken, wo gehen diese Links hin. Natürlich musst du das nicht in ewiger Tiefe durchführen, sondern wichtig ist, dass du ganz einfach sagst, okay, diesen Beitrag möchte ich verlinken, ich schaue mir die Links an, wo gehen diese Links letztlich hin. Wenn es passt, dann kannst du die Seite natürlich verlinken. Sollte es nicht passen, dann such dir bitte eine andere Seite oder lass ganz einfach die Finger davon und dann das Wort oder diese Textphrase, die du letztlich verlinken wolltest, schreib einfach einen eigenen Blogbeitrag dazu und dann kannst du das letztlich untereinander verlinken. Ich möchte das Ganze jetzt hier nochmal zusammenfassen. Der Trust Rank ist ein eigenständiger Ranking-Faktor und definitiv kein unwichtiger. Hier geht es letztlich darum, wie vertrauenswürdig ist deine Seite und ich habe dir in diesem Video gezeigt, was letztlich hinter dem Prozess steckt, wie der ganze Prozess funktioniert und wie du letztlich deine Seite oder wie du dafür sorgen kannst, dass der Trust Rank deiner Seite gesteigert werden kann, wie du ihn letztlich sauber aufbaust und wie du dementsprechend das Vertrauen bei Google gewinnst. Eins ist ganz, ganz wichtig und ich möchte das hier an dieser Stelle nochmal wiederholen. Dieses Video und auch der Beitrag, den du unten in der Beschreibung findest, zeigt dir ganz einfach, lass die Finger von gekauften Backlinks. Das solltest du definitiv niemals machen, denn du weißt letztlich, die Qualität, die letztlich dahinter steckt, kannst du schwer nachvollziehen und du musst dann natürlich anfangen, die ganzen Backlinks letztlich zu bearbeiten oder eben zu löschen, bevor Google dir ein Penalty gibt und deine Seite abstraft. Das heißt also, kaufe keine Backlinks. Checke alle Seiten, die du auf deinem Blog verlinkst und checke auch auf deren Seiten die Links oder den Inhalt, den sie letztlich veröffentlichen. Und wenn diese Seiten eher nicht vertrauenswürdig schon auf dich wirken, dann wird Google letztlich dort auch kein Vertrauen haben und dann solltest du sie definitiv nicht verlinken. Wichtig ist auch für dich, was du immer im Hinterkopf behalten solltest, umso vertrauenswürdiger die Seite ist, die du auf deinem Blog in deinen Beiträgen verlinkst, dieses letztlich wird auf deine Seite natürlich vererbt und hebt deinen Trust Rank. Das heißt also, produziere sauberen Content, verlinke saubere Seiten und dann steht dem Trust Rank, der dann letztlich natürlich Stück für Stück steigt, nichts im Weg. Das zeigt übrigens auch, um das nochmal in dein Gedächtnis zu rufen, auch ich habe es auch jetzt in diesem Video schon ein paar Mal angesprochen, das zeigt ja auch, dass du das Vertrauen, welches du letztlich von Google haben möchtest, natürlich auch auf der anderen Seite von deiner Community, dass du das natürlich erstmal erarbeiten musst und genau da letztlich musst du anfangen, das Ganze sauber aufzubauen, Stück für Stück aufzubauen und nicht einfach irgendwo Geld investieren und irgendwelche Backlinks kaufen, die dann letztlich nachher nach hinten losgehen. Ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen, ich hoffe, dir haben die Tipps gefallen. Wenn das so ist, dann lass mir einen Daumen da, denn der tut nicht weh. Wenn du mehr von mir erfahren willst, mehr Videos von mir sehen willst, den zukünftigen Content nicht verpassen willst, dann abonniere meinen Kanal, aktiviere die Glocke, denn dann wirst du benachrichtigt, wenn ich ein neues Video online stelle. Ich wünsche dir nun auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß beim Blogbeitrag lesen, ganz, ganz viel Spaß beim Wissen aneignen und denke mal dran, angewandtes Wissen ist gutes Wissen. Ich bin durch, bin raus. Sei gegrüßt, dein Markus. Das war mein Video. Trust Rank. Wichtig
fürs Ranking deines Blogs.